Moonwalk mit einem Mob. Ja, und? Ja, alles okay noch mit dir, Clemmy? Oh. Der Galon kommt tatsächlich von hinten, auch wenn ich rückwärts gegen ihn laufe. Ja, das haben Galon so an sich. Die sind immer an der richtigen Seite. Ja, ja. Mann, ich will endlich da sein. Das ist verdammt langwierig, dahin zu latschen. Hey. Ja, weißt du, wie ich mich fühle hier? Ich bin umzingelt von 7 Bienen. Von 7 Bienen? Wie war das mit der Geschichte mit den Bienen? Ich glaub's, dass ich's überlebe, wenn ich mich einfach fallen lassen würde. Ich glaube, ich kann für die nächsten 2 Monate Terraria hochladen. Und das ist jetzt nicht übertrieben. 2 Folgen pro Tag. Ich glaube, das passt gut. Sollen wir schon mal ein Weihnachtsspecial drehen? Ja, wieso eigentlich nicht? Ich weiß nicht, welche Zeit. Nur mal so als Rekord für alle Leute, die zuschauen. Wir nehmen das hier auf am Sonntag, den 29. Mai. Also, wenn ihr das hier schaut und wir haben Weihnachten, dann wisst ihr, ja, das wurde alles vorproduziert. Kleinen Augenblick davor. Ja. Ach so. Weihnachtsfest. Oder ich lade einfach an einem Tag 80 Parts hoch. Aber ich glaube, das macht meine Internetleitung nicht mit. Ja, wenn du VDSL hast. Und wo willst du die Zeit nehmen, ey? Tom, jetzt rette mich hier, verdammt nochmal. Ja, nur noch 500 Füße. Sei mal geduldig, wenn du gerettet werden willst. Bei der Gelegenheit kannst du ja direkt mal erklären, wie kompliziert es ist, so ein Video zu produzieren. Ja, es ist extrem kompliziert, auf die Aufnahmetaste zu drücken, gleichzeitig in Audacity und in Fraps. Das ist ziemlich unglaublich. Ja. Deswegen kann das doch nur der Tom machen. Denn mit meinem Anti-Hack. Keine anderen Er ist uns geistig so überlegen. Ohne den Anti-Hack wäre das nicht möglich. Ja. Tom, das Original, nur mit dem Anti-Hack. Genau. Ey, also ich verstehe aber immer noch nicht, was daran jetzt witzig ist. Was, dass man einen Moonwalk nicht, mit einem Morgenstern hinlegen kann? Nein, an dem Anti-Hack, du Homo. Du hast einen Anti-Hack gemacht. Ah. Du bist halt der mit dem Anti-Hack. Ja. Wow. Jetzt ist hier plötzlich ein Man-Eater. Verpiss dich, Man-Eater. Ja, geh komm weg mal zu mir und wo rette soll mich mal Spawnpunkt? Hier. Die gammeln immer noch 18 oder so rum. Hallo? Hallo? Wo soll ich den Spawnpunkt machen? Hier! Hier? Da wo ich gerade bin. Ja, komm. Nee, mach du ihn mal. Ja, wohin denn? Ja, da unten auf diese Plattform. Auf dem Sand? Ja, auf dem Sand. Mir Wurst, irgendwo. Ging aber Viecher rum. Es gibt jetzt Dschungelrosen, die stehen hier rum als Pflanzen. Jetzt fällt mir das auf. Alter, Tom, ich wäre gerade eben fast gestorben. Hallo! Wie geht es dir, mein Freund? Ich wär fast gestorben, Mann. Du bist gleich gestorben. Ja, nee. Ja, doch. Ja, doch. Okay. Das ist hier ein sehr, sehr komischer Platz. Dein Bumerang ist scheiße, meiner macht irgendwie jetzt fünffacher Schaden. Aber du willst mir keinen besseren bauen. Du wolltest dir keinen besseren erfarmen. Hast nur Scheiße gebaut, als wir unten waren und uns Hellstone geholt haben. Ja, ja. Was? So sieht's aus. Ja, super. Sieh es ruhig ein jetzt, nicht widersprechen, unnötig. Ja, natürlich. Wieso widersprichst du mir jetzt? Ja. Warum nicht? Ich bin Frage am Rande, Lian. Wie sehen die überhaupt aus im Inventar? Du hast kein Recht, irgendwas zu sagen. Grün. Hast du eine oder sonst schon mehrere? Eine. Komischerweise sieht der ganze Dschungel irgendwie grün aus. Verstehe ich gar nicht. Mhm. Haben Jungle so, glaube ich, an sich. Ich hab immer gedacht, die wären rot. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hätte auch gedacht, dass die rot wären. Nee, das hatten wir ja schon. Mein Witz, den habe ich gerade gebracht und dann musst du ihn einfach mal wiederholen, Clemmy. So wie immer. Mensch.
Sei mal selber lustig. Wer? Du. Immer der, der fragt. Ach so, okay. Ja, Edelstein. Spawnpoint set. Der Spawnpunkt ist jetzt eingerichtet unten. Okay, ich komm runter. Ich bleib jetzt hier drinnen stehen. Hier fühle ich mich sicher. Autsch. Ich buddel mich nach unten. Ja, ich bleib mal hier stehen, damit ihr seht, wie weit es noch weg ist vom Spawnpunkt. Offensichtlich ist ein Block ungefähr 2 Füße hoch. Clemi, das ist bitter. 80 Füße vom Spawnpunkt entfernt zu sterben, um danach 3 Kilometer heran zu müssen. Alter, was will ich mit diesen scheiß Bienen, Alter? Jetzt wird's krank, Alter. Jetzt bin ich aggro, ey. Jetzt viel Spaß, 4 Kilometer herrennen. Wobei Kilometer ganz sicher sind, Gott, ja nur jetzt, sind ja 4000 jetzt Füße. Jetzt ausgerottet, ey. Jetzt werden die ausgerollt. Jetzt wird erstmal Giftgas hier in den Dschungel gepumpt. Tom, kommst du? Ja. Jetzt wird's krank, ey. Hallo. Hi. Die Bienen. Krank. Sind jetzt 8 Stück bei euch unten, oder was? Ja. Ja. Spawnpoint cool, Set, danke. Die können wir jetzt alle ausrotten. Ja. Yay. Die werden jetzt Giftgas erstickt, ey. Morgen, ich werfe mit meinem Morgenstern nach Bienen. Ja, jetzt mach mal ein Weedy mit der Morgenstirn. Währenddessen machst du einen Moonwalk. Ja, mach ein Weedy und währenddessen Moonwalk. Genau. Alter, jetzt werde ich hier von. Alter, jetzt werde ich am Eingang jetzt hier von. Heute sterbe ich am Eingang, weil jetzt 5 Mutterschleim und 4 Gaylords nicht. Du stirbst doch nicht bei Mutterschleim dann. Und bei Gaylords. Komm ja, schon. Was will ich hier, Mann? Ja, jetzt. Ja, und jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ja, jetzt sterbe ich natürlich noch. Was bist denn du für ein Noob? Was? Wieso machen wir überhaupt mit dir ein Let's Play? Du krepierst nur. Kannst ja, gar nichts. Ja, natürlich, Mann. Wenn ich von 5 Mutterschleim und 4 Gaylords gleichzeitig gebankt werde, das würde ich auch sagen, wenn ich gestorben wäre. Ich hab keine flammende Axt, ey, oder Pickaxe, ey. Ja, weil du dir keine gemacht hast, weil du zu gutgläubig warst und sie immer einem anderen gegeben hast, ja, der dich nur darum bitten musste. Ja, natürlich, jetzt geh ich runter und farm erstmal Feuerinsel. Okay, mach das mal. Das heißt. Wenn du dann besser wirst, endlich nicht mehr so ein Noob bist. Ja, okay, natürlich, ey. Du bist der hier all den Scheiß von anderen Leuten einkassiert. Ja? Ja? Ja, ja du nicht. Der mit dem Anti-Hack. Das ist der mit dem Anti-Hack. Ja. Er hat einen Anti-Hack geschrieben. Oh nein. Oh Mann. Er hat einen Anti-Hack geschrieben. Weiß das überhaupt schon jeder, dass ich einen Anti-Hack geschrieben habe? Ich glaube, ihr müsst das noch ein paar Leuten erzählen. Nee. Dann müssen wir das noch ein paar Mal erwähnen. Ja, ich denke auch. Tom, ich denke, dass du dir so ein Logo machen lassen solltest. Ey, ich hab hier einen Raum gefunden, der aus Gold besteht. Der mit dem Anti-Hack. Und mit einer Kiste drin. Cool. Da drin ist Anklet of the Wind. 10% increased movement speed. Ja, nice. Das ist geil. Ja, aber ich hab schon. Das Schwimmding ist auch praktisch. Den Tiefenmeter mach ich mal raus. Keine Schuhe. Den Tiefenmeter ist mir egal. So. Yay, Movement Speed! Kannst du es auch ruhig mir geben? Ich brauche auch ein bisschen Movement. Können ja machen, nein. Dir doch nicht. Als Maul, Clemi. Also bitte, dir doch nicht, ey. Ich will noch so ein. Fast hättest du es mir gegeben, jetzt hast du ihn davon abgehalten. Das ist machst meine Geschäfte. Ja, also wenn du jetzt nichts gesagt hättest, Clemi, hätte ich es vielleicht dann nie gegeben. Ach, also. Hier ist noch so ein Raum, mir noch. Direkt nebendran noch so ein Raum mit einer Kiste drin. Mal schauen, was da drin ist. Das ist ja schön, also das finde ich echt nett von dir. Feral Claws, increased melee speed. Geil. Will die jemand von euch haben? Das brauche ich nicht. Weil ich finde meinen Bumerang auch um einiges besser. Zu, wenn ich jetzt das Ding anziehe. Oh Mann, jetzt kommt hier schon wieder dieser scheiß Mutterschleim, ey. Herrlich, ey. Oder. Ja, Mutterschleim. Ja, ruhig ein bisschen schneller mit der Axt zu, aber da ist mir lieber das mit dem Schwimmen. Ich weiß zur Hölle, hier spawnt einfach irgendjemand? So mal so ein Man-Eater. Ja, so ein Menschenesser. Der mit dem Anti-Hack. Ich hab hier schon 21 Stings, aber hier sind keine. Tom keine schreibt Blöden. Dafür einen Anti-Hack und dann wird er nicht mehr gegessen. Genau. Ja.
Anti-Eat. Ja, Anti-Eat. Anti-Eat. Dead. Oder so, ja. Bomben! Bomben, 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 Bomben. Ja, ich hab auch ein paar. Bomben, ich bewerfe unsere Bude mit Bomben. Ja, jetzt wo du sagst, ich hab auch 6 Stück. Stirb, Hornisse! Hornet heißen die Viecher. Also sind's Hornisse? Hornisse? Die sind alle horny. Hahaha, lustig. Ja, ich nicht. Weiß. So. Nix tun gut, ne? Also, nicht, dass ihr Zuschauer denkt, das war ernst gemeint. Ja, natürlich war das. Tom, du bist gestorben. Nee. Doch? Sieht nur so aus. Nein, wirklich, ohne Scheiß. Nee. Doch? Ich leb noch. Siehste? Hier? Siehste? Hier stehe ich. Ja, jetzt. Leibhaftig. Hey, Maneater, ess ihn. Los, ess ihn. Ess ihn. Ess ihn. Komm näher, Mann. Ess ihn. Ja, natürlich. Ein Zeug. Ja, jetzt fistet mich sicherlich noch dieser scheiß Mutterschleim, ey. Los, Gaylord, ab ja, ins... Das, ja, wieso geht... Weg da, raus, alles? Nicht pennen! Ja. Mach die scheiß Tür zu, ey. Mach die Tür zu. Nö. Oh mein Gott, ey. Willst du dieses Item für Midi Attack? Ja. Yeah. Okay. Gut, dass mich niemand fragt. Du wolltest ja, das finde ich auch schön. So, also hier erstmal danke für die super tolle Nacht. Ciao. Ja, okay. Emerald ja. Können wir auch wegwerfen. Ich habe so viel ja, Müll-Items, cool. Lass, die ich wegwerfen dann, kann. Lass die Tür doch auf, Mann. Junge. Willst du, dass ich hier drin sterbe in unserem Video oder was? Ja. Ja, okay, ja, das finde ich toll. Die Antwort hättest du dir jetzt aber denken können. Ja, echt mal, die Frage war voll überflüssig. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ich baue mal die Kiste ab, stell die wohl wissen. Bude. Ich habe schon 19 Rosen. Ich habe einen Maneater umgebracht. Ja! Ja, 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 okay. Ja, ich habe auch schon 20 Rosen, aber wie viele Lianen hast du? Eine. Immer noch. Ja, ich weiß nicht, von wo man die bekommt. Ich farm hier die ganze Zeit Rosen. Ich frag mich auch, wo man die Lianen herbekommt, weil genug für einen von diesen Ivy-Dingern haben wir ja schon jetzt. Echt? Haben wir schon 3 Lianen? Nein, Rosen haben wir genug. Ach so. Ja, wir haben auch bei... Oh, ist eine Schatzkiste im goldenen sag ich Background doch. Und so. Was ist in deiner drin? Wahrscheinlich kriegst du die deine Range Attack Speed verbessert oder so. Ich muss da erstmal hinkommen. Das ist scheiß Viecher. Ne, hier ist. Die glitzern nicht mehr so, die Feuerdinger. Was ist da drin? 10% Increased Movement Speed. Ja, das habe ich auch. Können die stacken? Na egal. Wie cool davon 2 zu haben, finde ich. What the fuck, hier sind 2 Maneater und Hornissen. Braucht ihr eigentlich diese Flower of Fire und Jungle Roses? Oh fuck, ich hab noch eine Truhe weggesprengt. Hier war noch so eine goldene Kammer. Was haben wir denn hier? 10% Increased Melee Speed. Das hab ich auch. Kann ja nicht schaden. Das sind die beiden Dinger, die ich gefunden habe. Sicher? Mhm. Hast du die nicht rausbekommen? Nicht rausgenommen? Nee, du bist woanders, aber ich habe genau die beiden Sachen gefunden, so. Die du auch gefunden hast, meine ich damit. Sag das auch so. Wo sind denn hier Lianen? Ich hab nichts Lianenartiges im Inventar. Ich hab auch nur eine. Ich hab mich nicht, wo es die geben soll. Vielleicht gibt's die insgesamt noch 3 Mal. Kannst du mal im Internet schauen?